Hallo und herzlich willkommen bei Labbadia 123. Viel Spaß mit dem Video und genießt es. So, willkommen. Heute gibt es wieder eine Zweitliga-Prognose. Ich habe hier schon die Vereine von der ersten und zweiten Liga hier schon brav sortiert. Dann wollen wir mal. Wer mich kennt, der weiß natürlich, auch wenn das letztens mit Aufstieg nicht geklappt hat, wird es so sein, der HSV nach oben. Als zweites, hoppala, na, ich kann immer mehr markieren hier, wird Schalke wieder zurückkommen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie, wie sie es schon mal geschafft haben mit dem Wiederaufstieg, bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist, wer wird Dritter? Ich würde mal sagen, komm. Ich sehe schon hier, hier stehen zwei Komma, alles klar. Läuft. So, ich würde sagen, als drittes Rostock. So. Weil Rostock hat auch das Potenzial, wie ich finde, mal in Liga Oberhaus in der ersten Liga wieder mitzumischen. Als viertes sage ich mal Kaiserslautern. Die haben für mich auf alle Fälle das Potenzial, oben mitzumischen. Gucken wir mal, ob das auch funktioniert. So, als fünftes sage ich die Herthaner. Die müssen sich ja sowieso erstmal wegen dem ganzen Finanziellen ja erstmal wieder stabilisieren. Deswegen denke ich mal nicht, dass das vielleicht das Wiederaufstieg wird. Aber ich denke mal, für die obere Tabellenhälfte wird es sicherlich reichen. Als sechstes sage ich die Fortuna aus Düsseldorf. Schauen wir mal, wie das wird. Hannover, die ich ja letzte Saison noch auf Platz 2 getippt habe, sage ich diesmal Platz 7. Das hat nichts mit Beef oder was auch immer zu tun. Ich schätze Hannover sehr, aber man muss jetzt auch so ein bisschen realistisch sehen. Aber sie haben für mich das Potenzial oben für die Liga, Erstliga-Rückkehr, aber schauen wir mal, wie das die Saison wird. So, als achtes sage ich mal die Eintracht aus Braunschweig, die sehr überraschend vom Trainer getrennt hatten. Härte soll ja, glaube ich, der Nachfolger werden. Da bin ich auch mal gespannt, wie das wird. So, Osnabrück. Der Wiederrückkehrer in Liga 2. Denke ich mal, wird auf der Tabellenmitte landen. Auf die 9 würde voll in Ordnung gehen. So, Paderborn, die ja davor die Saison ja auch richtig gut waren, im oberen Tabellenhälfte. Da sage ich diesmal Platz 10. Aber auf alle Fälle werden sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Denn kommen die Fürther. Einfach mal mit 4 Komma dahinter, alles klar. Läuft. Die Komma-Ansammlung. Ah, schön. Fürth auf die 11, sag ich. Dann sei mal Magdeburg. Die ja viele Hamburger ja geholt haben. Pollersbeck. Farbe, glaube ich. Hier auf die 12. Deswegen, auf alle Fälle haben sie ja Pollersbeck zurückgeholt bei Titz. Finde ich für Magdeburg eine gute Verpflichtung, auf alle Fälle. So, auf die 12. Nürnberg. Werden auf alle Fälle auch nichts mit Abstieg zu tun haben. Deswegen denke ich mal, wird das die 13 sein. Die 14. Tippe ich mal den Hohenstein aus Kiel. Oh, 15. sag ich Karlsruhe. Auch wenn sie davor auch gut waren. Ich glaube auch Mittelfeld so in dem Dreh. Aber ich muss mich ja leider für etwas entscheiden. Auf der 16. Da kennen sie sich ja aus mit Relegation. Diese Komma-Ansammlung. Es ist Wahnsinn. Aber ich denke mal, sie werden über die Relegation noch die Klasse halten. Wiesbaden. Und die letzten beiden, da würde ich sagen, Elversberg geht wieder runter. Schweren Herzens. Und der Stadtrivale, sag ich, geht diesmal runter. Da bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Ich mache hier mal kurz zu. So. Da bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Ob die Tabelle so sein wird. Das wäre auf alle Fälle meine Zweitliga-Prognose. Drücken wir mal die Daumen. Schalke, der Wiederaufstieg wünscht, dass Hamburg endlich mal hochkommt.
Rostock Relegation, würde ich sagen. Hannover auf 7. Das ist auf alle Fälle eine gute Zusammenstellung für diese Zweitligasaison 23/24. Und beim nächsten Mal gibt es die Erstliga-Prognose. Hoffentlich ohne Komma-Ansammlung. Aber naja, wir werden es sehen, ne? Auf alle Fälle drücke ich Hamburg die Daumen, dass sie jetzt im sechsten Anlauf das endlich schaffen werden mit dem Aufstieg. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.